Moin Moin YouTube, herzlich willkommen bei Game Checker. Die nächste Generation steht vor der Tür. Grund genug für mich, euch zu sagen, was meine größten Enttäuschungen in dieser aktuellen Generation waren. Damit meine ich natürlich nicht Spiele, die von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, wie zum Beispiel Command & Conquer 4. Was habt ihr euch dabei gedacht? Command & Conquer ohne Basisbau, ich bitte euch. Dieses Video zeigt natürlich nur meine Meinung von Spielen, wo ich einfach gedacht habe, das kann eigentlich nur Knaller werden und ich aber maßlos enttäuscht worden bin. Das trifft wahrscheinlich nicht auf allen hier zu, deswegen respektiert das bitte, es ist meine Meinung und ich wünsche euch viel Spaß. Platz Nummer 5 steht bei mir, ja. THQ mit ihren Megahammer Darksiders. Mann, was habe ich mich gefreut, mit den Reitern loszulaufen und diesmal mit dem Namen Tod, den Mann, der sah schon in den ganzen Bildern so abgefuckt geil aus. Und ich konnte es auch persönlich gar nicht verstehen, warum dieses Spiel sowas von überall gute Bewertungen abgegriffen hatte. Überall im Internet hast du gesehen, Darksiders 2, super, super, super. Mann, das Spiel hat mich total abgekotzt. Wahrscheinlich hätte ich das Spiel in 2,5 Stunden durchgehabt, wenn ich nicht 50.000 Jahre reiten musste, bis ich zum nächsten Punkt kam. 3 Bälle irgendwo hinrollen musste, 3 verdammte scheiß Hebel irgendwo umstellen musste, 3 verkackte Steine suchen musste. Ey, bei keinem verdammten Scheißspiel in dieser Generation habe ich mich so dolle gefreut, wo ich das Ding endlich durch hatte. Jetzt anders wäre es das grottenschlechte Spiel schlechthin. Nein, ist es natürlich nicht. Das sind die Spiele, die ich mir besorgt habe, gekauft habe, wo ich einfach mehr erwartet habe. Und Darksiders 2 hat mich einfach nur extremst angekotzt. Und ich hätte eigentlich jeden, der mir gesagt hat, ey, Darksiders 2, total geiles Spiel. Dann möchtest du eins aufs Maul. Ja! Meine Fresse, das war ein Scheißspiel. Mal ganz ehrlich, ich konnte das einfach nicht mehr sehen. Das war mir auch zu lang. Und wie gesagt, ich war so froh, wo ich das Spiel durch hatte. Es ist meine Meinung über andere Spiele, die von vornherein scheiße sind, reden wir ja gar nicht. Wie gesagt, Darksiders 2 habe ich mir einfach so viel erwartet und das Spiel war so in die Länge gezogen. Es ist kein schlechtes Spiel, keine Frage, aber das ist ein Spiel, wo ich einfach es nicht verstehen konnte. Darksiders 2, mein Platz 5. So, mein Platz 4 der gekauften Spiele, mehr erwartet und viel mehr enttäuscht wurde. Assassin's Creed, aber nicht irgendein Assassin's Creed. Enttäuscht war ich von Brotherhood. Es wurde damals angepriesen als neues Assassin's Creed. Das ist der neue Teil von wegen. Es war sowas wie ein 2.4, 5, 6, 8. Einfach nur langweilig. Man musste halt wieder seinen Assassinenstamm da aufbauen. Man konnte das erste Mal um welche Gebrüder anwerben. Und die aber echt wenig gebracht haben, konntest die auf Missionen schicken, die du aber gar nicht gesehen hast. Und dann kam man wieder und bling, ja, ich hab's geschafft. Ich bin ja jede, bist eine Stufe gestiegen. Irgendwann später konnte man mit denen auch dann, irgendwelchen Einsatz konnte man halt, glaube ich, R1 oder RT. RT? Rechter Trigger? Nein, RB, rechter Button. Drücken, da sind die halt mit Pfeilhagel dazugekommen. Aber hat man ja eh nicht gebraucht, weil man mit den Doppelklingen eh alles platt gemacht hat. Wie in jedem Assassin's Creed Teil brauchte ich keine Waffen. Und mich haben auch die ganzen Waffen gefehlt und ich bin ein Fan davon, wenn ich eine neue Waffe mir kaufen kann oder basteln kann oder eine neue Rüstung kriegen kann. Das war alles so ein bisschen hier mal ein bisschen aufwerten, da mal ein bisschen aufwerten. Revelation hat im Endeffekt genau den gleichen Scheiß gebaut, aber da fand ich die Story einfach ein Stück besser. Ein bisschen Spaß gemacht, aber für mich auch sehr enttäuschend gewesen. Assassin's Creed 3 war okay. Es war okay, auch wenn es hier da draußen Fans gibt, die ich weiß, die lieben Assassin's Creed 3. Für mich war es okay und Black Flag, wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Assassin's Creed. Ich war auch bei Assassin's Creed 3, war ich endlich froh, wo ich es durch hatte. Ehrlich, ich war echt froh, wo ich es durch hatte. Ich hatte es mir ausgegeben, ich habe es mir auch nicht gekauft, weil ich aber fertig bin mit Assassin's Creed erstmal. Ich habe erstmal keine Lust. Vielleicht hole ich mir Black Flag und angeblich soll es ja ganz toll sein. Ich werde es sehen, ich werde es mir holen. Aber auf jeden Fall Assassin's Creed 2 Brotherhood für mich super kacke. Assassin's Creed 2, das ist für mich ein Titel, der war genial. Aber wie gesagt, Brotherhood. Platz Nummer 3. Ja, Final Fantasy. Aber nicht irgendein Final Fantasy. Nein, 13. Meine Fresse, habe ich mich gefreut. Ich habe gehört, Final Fantasy 13 auf Next Gen. Und dann sogar noch für die Xbox, weil derzeit hatte ich noch keine PS3. Meine Fresse, habe ich mich gefreut. Ich kann sogar auf meiner Microsoft Xbox Konsole Final Fantasy spielen. Und was bekomme ich?
ein Schlauchspiel vom Allerfeinsten. Das erste Hälfte des Spiels läuft hier quasi nur straight ahead. Ein Tutorial nach dem anderen. Die extreme Japano-Story wird zwar fortgetrieben, ist auch nicht ganz verkehrt. Wie gesagt, das hört sich alles schlimmer an, als es eigentlich ist. Aber Final Fantasy 13 macht in vielen Belangen alles viele Sachen falsch. Man hat keinen Freiraum mehr, man hat keine befahrbaren Strecken mehr oder Erkundungen, mit denen du halt überall rumfliegen kannst. Früher war es mit der Highway, da konntest du dahin fliegen, da was erkunden, da eine neue Bestie oder Ultima freischalten und allen möglichen Scheiß. Bei Final Fantasy 13 gab es das nicht, da gab es am Ende vielleicht diese komische Landschaft da, wo du halt ein paar Missionen machen konntest. Okay, ich gebe zu, ich bin ein riesen Fanboy von Final Fantasy und ich habe das Spiel sogar noch ein bisschen verteidigt. Alle Leute, die mich kennen und das Video gerade sehen, ihr wisst es ganz genau. Aber nach längerem Sehen muss man einfach sagen, dass Final Fantasy 13 nicht den Namen Final Fantasy verdient hat. Das sind schon seit längerem, macht leider Square Enix keine Final Fantasy Teile mehr, die mir gerne gefallen. Der 7. Teil war klasse, der 8. Teil, der 6. Teil, ja, ich weiß es, ich muss ihn immer noch nachholen. Wer weiß, what the fuck, wenn ich das schaffe. Ich hoffe, es wird besser, ich will es hoffen. Ich habe auch Final Fantasy X13-2 auch nicht gespielt. Deswegen kommt es ja auch nicht vor, weil ich von vornherein wusste, der 13. Teil ist scheiße. Dann tust du den Scheiß erst gar nicht an. Gibst du vielleicht die Kugel oder so. Wie gesagt, Final Fantasy 13, so viel erwartet, so viel. Und so enttäuscht. Ja. Wie soll es auch anders sein? In dieser Generation war ich nun Xbox-Jünger. Da muss auch leider ein Exklusivtitel dran glauben. Die Rede ist um Gears of War Judgment. Meine Fresse, habe ich da den 3. Teil gesuchtet mit Sunny zusammen und dem Danny. Wir haben da Multiplayer-Matches hingelegt und wir wurden auch irgendwann ganz gut, ein gutes Team. Und es hat auch echt Spaß gemacht und diese ganze Quatscherei. Es war eine echt simple Mechanik und die Story war auch noch ganz toll. Was heißt toll? Im Endeffekt ist die Gears of War, da kriege ich jetzt schon auch einige auf die Schlips. Aber im Endeffekt war, mal ganz ehrlich Leute, passt euch mal ins Herz, ist die Story eigentlich schon ein bisschen dolle Rappengut. Es ist okay, man kann sie sehen, es ist nett. Lassen wir es bei nett, obwohl nett ja die Schwester von Scheiße ist. Nein, das Spiel, auch die Story war okay. Konnte man ganz genüsslich mal spielen, die Story, man konnte das alles verfolgen. Meine Fresse, was war das bei Gears of War Judgment bitte? Das war gar nichts mehr, das war eine Anreihung von Gefechten. Zu einer Ecke, zur anderen, eine kleine Nebenmission, zack, verteidige das, geh weiter, stürme das. Im Endeffekt war es gar keine Story mehr, das war totaler Bullshit war das. Der Multiplayer haben sie mit Kleinigkeiten echt versaut. Ich habe es, ich glaube, mir gekauft, das Spiel lag 5 Stunden in meiner Box, ich habe es immerhin hin und wieder mal gespielt. Was ist denn los hier? So, jetzt habe ich es. Danach lag es nur noch im Regal rum mit Steelbox und allem und dran. Und zack, habe ich es jetzt verkauft. Dafür kam Beyond Two Souls bei mir rein. Was um Längen besser war. Wie gesagt, der Multiplayer war auch nicht so prall. Man konnte ihn spielen, ich habe ihn auch gespielt. Der Nahangriff, der wurde so gepusht, dass man fast gar nicht mehr schießen musste. Wenn man um die Ecke geluxt ist, war der platt. Oder wenn er dann immer noch stand, nochmal kostet. Es ging so schnell und auch, wie gesagt, mit diesen Heilgranaten. Das sind so alles so Kleinigkeiten, so im Prinzip war es nicht verkehrt, aber das sind so die Kleinigkeiten, die du halt als Gears of War-Fan geliebt hast, wurden einfach durch ganz viele Kleinigkeiten, glaube ich, zerstört. Und alle Fans, die da draußen sind, die den 3. Teil geliebt haben, genauso wie ich, oder Sanitäter, oder der Danny, der weiß ganz genau Bescheid, dass Judgment echt einen schon derb in den Arsch getreten hat. Ne, Jungs, mein Platz 2. Platz Nummer 1. Uno. Ja, auch bei mir kommt ein PC-Titel drin vor. Ich habe lange überlegt, ob der überhaupt noch reinpasst in diese Top 5. Aber ich habe nachgeschaut, der kam am Anfang der 360-Ära, kam der auf PC raus. Und die Rede ist von Gothic. Ich bin ein riesen Gothic-Fan. Dank meines Bruders, wo er das erste Mal den ersten Teil damals angespielt hatte und ich ihn über die Schulter guckte, habe ich gedacht, was spielst du denn da für ein Klotzspiel? Bis er mich dann gesagt hat, Junge, zock das erstmal, wurde scheiße Quatsch. Ich habe es getan, ich habe das Spiel geliebt und gesuchtet und darauf auch den zweiten Teil, auch mit Nacht der Rahmen. Gigantisch, mal von den ganzen verdammten scheiß Drachen abgesehen, die total lächerlich sind und der Endgegner.
auch mir Mario nehmen können, auf den Tod draufspielen können. Der dritte Teil, der kam einfach zu schnell überhastet und die wurden so unter Druck gesetzt, dass das Spiel unbedingt raus musste. Ich bin damals mit drei Freunden losgezogen, waren alle Gothic-Fans und haben uns dieses Spiel gekauft, sind alle gleichzeitig nach Hause gefahren, haben dann quasi nebenbei noch telefoniert, ey, ich kann installieren, jo, ich habe gerade 50%, yes. Und dann startest du am Strand und die ersten 5 Meter, die du machst, enden, glaube ich, nachdem du in diesem komischen Lager warst, nur mit unendlichen Toten. Du konntest gegen die kleinen Viecher einfach nicht gewinnen. Es konnte eine Biene sein, es konnte eine Made sein, ein Wolf sein, ein Warzenschwein sein. Du konntest Level 20 oder 30 sein, das hat dir nichts gebracht, weil die Viecher einfach dich ununterbrochen angegriffen haben und dir keine Chance gegeben haben, dass du mal zum Angriff kommst. Das war so ein übelster Bug. Das Spiel wurde auch in jeder Zeitschrift und jeder Internetseite, wo das zerhackstückelt. Es hat es aber auch verdient gehabt, weil die haben es auch versucht, nach Ewigkeiten mit Patcherei, haben die es einfach nicht hinbekommen. Erst die Community, die sich dann immer bereit erklärt hat, die ganzen Fans, die gesagt haben, ey, so kann das hier nicht enden, haben dann die ganze Sache gepatcht und hin und wieder. Und dann gab es auch einen riesengroßen Patch zum Unterladen, den Community-Patch. Der war dann auch später in den Zeitschriften mal mit drin. Da stand Gothic 3, alle dachten, ein Community-Patch, dann könnte natürlich was werden. Aber da war der Zug bei mir leider schon abgelaufen. Das Spiel hatte so viele Fehler, ehrlich. Man hat auch sofort, glaube ich, nach der ersten halben Stunde hat man so eine Feuerflammenschwert gekriegt. Im Endeffekt hat es herausgestellt, dass man es hätte noch gar nicht kriegen dürfen. Und es war einer der stärksten Schwerter und man konnte Orks armieren. Weißt du, man konnte keinen Drachen töten, keinen Warzenschwein und Wolf. Aber so eine Horde von 50 Orks, die konntest du plätten. Und wisst ihr auch warum? Weil alle um dich rumstanden, alle, und nur einer dich angegriffen hat. Ja, alle anderen haben daneben gestanden, außer es war vielleicht mal ein Magier in der Nähe. Der hat dann vielleicht auf jeden Fall geschossen. Aber die anderen 50 Orks, die haben daneben gesessen, geguckt, zugeguckt und du konntest einen schön nach anderen metzeln und die konnten sich auch nicht wehren. Weil die haben die Scheiße gekämpft. Aber der Wolf oder so, die haben nicht geplättet. Weil ich könnte mich hier noch um 50.000 Jahren aufregen. Ich habe das Spiel leider nie durchgespielt, auch nach dem Community-Patch nicht mehr. Es war einfach zu nervig. Das waren echt 50 Euro oder 60 Euro. Für mich nicht nur in dieser Generation, ich glaube auch in Ewigkeiten wird das Spiel sein, was für mich die größte Enttäuschung war, weil ich einfach ein riesen Gothic-Fan bin. In dem Sinne bin ich jetzt hier auch raus, das waren meine Top 5. Wie gesagt, das sind meine Top 5 einfach von Spielen, die ich gekauft habe, ich erwähne es nochmal, wo ich mehr erwartet habe und die mich dann doch enttäuscht haben. Ich rede ja nicht von einem Command & Conquer 4, was sowieso scheiße ist, oder von... Was gibt's denn da noch? Es gibt da, wie gesagt, Millionen Spiele, die von Anfang an... Oder die Alien, dieses Alien-Spiel, das letzte. Meine Güte, was habt ihr erwartet? Bitte euch. Also wie gesagt, das ist meine Empfindung. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. Abonniert uns vielleicht sogar, wir sind immer für euch da. Ein paar lustige Kommentare vielleicht unten hinschreiben. Oder vielleicht habt ihr ein paar Spiele gehabt, wo ihr sagtet, boah, da wollte ich sowas so mega mäßig enttäuschen. Ich habe mich so drauf gefreut. Lasst es mich wissen und lasst es drüber diskutieren. In dem Sinne bin ich raus und wir sehen uns bei der nächsten Top 5, weil dahin. Warte, ich konzentriere mich kurz. Bis dahin. Ich bin raus. Dann dreht es nämlich um die 5 besten Spiele der Generation, meiner Meinung nach. Haut rein, bis denn.